wie Peter Senge gesagt hat, people don't resist change, so they resist being changed. Mindset ist ja auch immer ein Teil der Kultur in einem Unternehmen und Kultur ist neben Verhalten auch viel Sprache und auch viel Zugehörigkeit. Und das folgt dann eben an manchen Stellen auch dem System. Als wenn ich als motiviertes Individuum in eine Organisation reingehe und immer wieder vor Wände laufe oder einfach merke, dass da wenige Menschen sind, die meine Haltung teilen, dann habe ich die Möglichkeit, take it, leave it, change it. Es ist ja so, dass ein Unternehmen wie das unsere, das ist ja eine Organisation, die aber aus vielen kleinen Teilorganisationen bestehen, zum Beispiel an der Organisation Entwicklung, an Vertrieb, kaufmännische Abwicklung und so weiter und so fort. Und da arbeiten einfach Menschen, die haben unterschiedliche Mindsets, also sind auch diese Teilorganisationen durchaus unterschiedlich in ihren Mindsets. Und es ist immer eine Herausforderung gewesen, das alles unter einen Hut zu bringen. Also wie können wir sehen, was wir wirklich denken, wie wir operieren, um näher an dem ranzukommen, was wir eigentlich glauben wollen. Nochmal, herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Ich hatte in meinen ersten Berufsjahren eine wunderbare Mentorin, die immer zu mir gesagt hat, Sandra, Lernen findet nun mal nicht in der Komfortzone statt. Ich bin kein Fan davon, zu versuchen, Verhalten zu ändern, aber es gibt immer gute Gründe für Verhalten. In der Arbeitswelt ist immer ein Dreiklang für uns. Immer ein Dreiklang aus Verhalten, aus Raum und aber auch aus Technologie, aus Tools, aus dem, was sonst noch so gebraucht wird an Textur, um das Ganze auch zu verbinden. Klar war, wenn wir ein neues Haupthaus bauen, dann kann das nicht der Elfenbeinturm für die Verwaltung werden, sondern das muss die Begegnungsstätte werden, und zwar für alle. Also da muss eben auch der Müllwerker hinkommen, der Straßenreiniger, aber eben auch der Kunde und vielleicht auch die Politik und vielleicht auch der Bürger, der sich, weiß ich nicht, für irgendwie hin und her oder irgendwas interessiert. Ja, wir müssen kommunizieren, weil Kommunikation, das ist ja der Kopplungsraum, den wir brauchen. Mein persönliches Highlight war wirklich diese Idee von Nene, es ist nicht mehr Büro, es ist nicht mehr der Arbeitsplatz, sondern es ist eine Begegnungsstätte. Das finde ich ganz spannend, dass man darüber nachgedacht hat, wo ist eigentlich der richtige Ort, um eine bestimmte Aufgabe zu tun? Ja? Wo fühle ich mich wohl? Wo kann ich gut sein? Ich für mich werde sehen, dass wir wirklich weit gekommen sind, wenn ich rumgehen kann als Chef und niemand tut beschäftigt. Ich glaube, es hat viel damit zu tun, wenn Räume nicht genutzt werden, dass wir vorher die falschen Fragen gestellt haben oder die Antworten nicht ehrlich waren. Dann waren aber auch vielleicht die Fragen falsch. Und wir nicht zum Kern gekommen, wie eine Organisation funktioniert. Ein kapitalmarktgelistetes Unternehmen wird sich nicht intrinsisch verändern. Sie werden sich verändern, wenn der Wettbewerb schneller ist, anders ist. Sie werden sich ändern, wenn die Regulatorik anders ist. Und sie werden sich ändern, wenn die Kapitalmarktrahmenbedingungen anders sind. Und da haben wir momentan eine riesengroße Chance. Ich persönlich glaube einfach immer, dass Humor und gemeinsames Erinnern ein ganz wichtiger Klebstoff sind, um Nähe herstellen zu können. Und dass wir eben halt über basale Fragen bei einem Stand-up, wie geht's denn dir heute, vielleicht einfach mal ein bisschen tiefer gehen und fragen, hey, worauf freust du dich heute am meisten? Was war gestern der schönste Moment? Deswegen ist der individuelle Purpose auch so wichtig, weil nur wenn wir unseren Purpose klar haben, dann werden wir Dinge in Kontext setzen können. Nur wenn ich weiß, wofür tue ich etwas, dann kann ich die Dinge bewegen. Es ist kein Selbstzweck, sondern es ist die Frage, welche Wirkung will ich in die Gesellschaft haben, welche Wirkung will ich in die Wirtschaft haben, welche Wirkung will ich in die Natur haben.